So, meine Armee ist fertig. Ja, fange ich ihn an. Hier haben wir den Land Raider Redeemer. Zumindest soll er das sein. Mit 5 Terminatoren und einem Sanguinus Priester. 4-mal Energieklauen, 1-mal Energiehammer und Sturmschild. Ein paar Missionsmarker habe ich hier noch rumfliegen. Bin ziemlich kaputt. Und morgen geht es auch früh raus. Das sollen 3 Ball Predators sein. 2-mal mit Sturmkanone, wie hier abgebildet. Und das kann ich weg. Und 1-mal schweren Flammenwerfer oder Flamestorm Cannon. Flammensturmkanone. Unterstützung ist ein Storm Raven, wie abgebildet, mit Sturmkanonen und synchronisierten Multimelter und den Blutstreikraketen. Whirlwind, Vindicator, Skriptor in Rhino und Sturmtruppen. Eine hat einen Melter zum Rausfeuern. 2 Razorbacks mit Laserkanone synchronisiert Plasma. Der wie der. Und der hier hat einen schweren Flammenwerfer. Hab ich noch drauf gebastelt. Und innen drinne sind jeweils ein 5er-Trupp Sturmtruppen. Hier wie gesagt auch nur noch der Skriptor dabei. Das heißt, ich habe 4 Einheiten zum Objectives oder Missionsmarker halten. Und die sollen eigentlich alle in Reserve starten und der Stormraven dann eigentlich auch eventuell. Und hier hat er noch die Hurricane Bolter. Ist noch nicht ganz fertig, aber ich bin für die Zeit, die ich investiert habe, zufrieden. Erstmal. Ja. Die Armeeliste. Jo, so sieht's aus. Frohe Ostern! Während andere mit ihren Familien und Freunden Ostern zelebrieren, fahre ich bei schönstem Wetter nach Worms auf das Redfight, um mich mit einer Meute schwitzender junger Männer um den Rang des besten Generals zu streiten. Ja, meine Armee ist soweit fertig. Ja, just in time sozusagen. Ich bin nicht mit allem so ganz zufrieden. Die neuen Modelle, die ich mir extra da noch geholt habe, sind noch nicht angemalt. Zumindest grundiert und maximal blau. Aber es ist alles möglichst visi-wig. Ja, super Tabletop-Wetter heute hier. Perfekt quasi. Um drinnen ein bisschen 40k zu zocken. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie das nachher aussieht. So, erstes Spiel hier auf dem Red Fight gegen den Markus. Gegen seine Tyranniden. 5 Riesenviecher und Vernichtung. Ich habe mich da mal aufgestellt. Der Markus stellt gerade seine Infiltratoren auf. Symbiontenrotten. Ich versuche gleich die Initiative zu klauen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ne? 4 Einheiten habe ich in Reserve und er hat gerade seine Infiltratoren kommen lassen. Okay. Ja. Ich versuche mal, dir die Ini zu klauen. Boah, fast! Passt. Okay, dann deine erste Runde. Ich hab meine 9.
Zweite Runde Tyranniden. Nur Scheiße gerissen. Sowohl der Vindicator als auch der Whirlwind. Die kommen jetzt da in Nahkampf, aber ich habe wenigstens alle bewegt. Bis auf den Whirlwind. Ja. Ja, die Tyranniden haben jetzt in der zweiten Runde den Vindicator lahmgelegt, mir einen Panzer auseinandergenommen und ich habe dafür die eine Symbiontenrotte vernichtet. Die hat leider noch überlebt. Der Rest kommt gemächlich näher, vor allem die linke Flanke. Und ja, die gehen dann jetzt wahrscheinlich auch in den Nahkampf. Und mein Stormraven ist angekommen. In der zweiten Runde. So, meine dritte. Ich habe die zwei großen weggekriegt. Und was sind das nochmal für welche hier? Toxotrophen. Ist auch nur noch einer da von den dreien. Und die Termis haben halt zugeschlagen. Die haben gerade ganz gut gerockt. Aber der macht ja so ein fieses Minenfeld. Gefährliches Gelände, ne? Macht der. Ja. Der darf leider nichts machen. Oder durfte sich zumindest nicht schießen. Der hier hat die Flucht nach zur linken Flanke angetreten. Kriegt einen Deckungswurf. Der da hinten ist noch gekommen, der macht sich da hinten irgendwie zu schaffen, wenn es möglich ist. Und die haben hier, sind auch ausgebrochen. Ja, vierte Runde, Tyranniden. 3-2. Ich kann mal überlegen, ob ich den mit Dingen spiele. Ich glaube, mit. Ja, ein bisschen. Ja. Da hinten, Scouts. Ja, fünfte Runde, Tyranniden. Die Terminatoren sind aufgerieben. Da steht nur noch einer. Trigon hat noch drei Lebenspunkte. Wieder drei hat regeneriert. Der ist lahmgelegt, beziehungsweise nicht bewegen, nicht schießen. Der hier hat die Waffe zerstört, der macht gar nichts mehr. Und ja, diese Fliegenviecher, der eine hat es in den Dreck geschmissen, hat noch überlebt mit einer 6. Und ja, Stormraven hat wieder sein Inferno niedergelassen. Und ja, fünfte Runde Tyranniden. Ja, sechste Runde. 7-7. So, dann hau ich noch viel Fame rum. Er auf die Schwarms. Schafft. Alles klar. Er hier auf sich selber. Oh. Doppel 1, Schlag aus dem Warp. Ich habe keinen Rettungswurf, von diesem Leben. Mhm. Ich habe aber trotzdem vier Pillen, weil ich es geschafft habe. Der große Wurm, der hier gesprintet, 5 Turm. Mhm. So, dann weitere Schussphase. Moral für ihn. 6 geschafft, das heißt, ich habe es auch noch. Ja, Tyranniden haben auf die letzten Meter haben sie noch irgendwie an mir vorbeigezogen. Ja, genau. 8-6, 8-7. Hab den nicht mehr zu Fall gebracht und der ist halt noch zerstört worden. Der Stormraven. Die laufen alle so rein und man ist es schwer zu folgen. Jo. Das war's. Dann dein Name und. Ja, rechne ich aus. Ist klar. Und